Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Der Mann mit den Handschuhen ist wieder da. Und mit was auch sonst, außer mit feine Pakete auspacken. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil es ist. Es ist zu lange her. Natürlich hätte ich jetzt auch einfach gucken können, was es für ein Teil ist. Aber das werdet ihr dann im Titel lesen. Jedenfalls, da bin ich wieder. Wir gucken uns jetzt hier ein bisschen was an, was sich so bei mir über das vergangene Jahr, ich glaube, es ist jetzt über ein Jahr, dass ich kein Video hochgeladen habe, so angesammelt hat. Auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Was ich dazu sagen muss, ich habe mir jetzt vorgenommen, in Sachen Lego vor allem bei Star Wars Sachen zu bleiben. Ihr könnt jetzt hier gerade noch gar nicht alles sehen, weil es ist relativ hoch gestapelt. Wir arbeiten uns da gleich so ein bisschen durch. Aber es wird sehr Star Wars lastig sein. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch was anderes außer Star Wars mit dabei ist, weil ich mir gedacht habe, ja, Star Wars ist meine Leidenschaft. Star Wars möchte ich weiterhin verfolgen. Alles andere, da gibt es auch super coole Sachen, aber es geht halt auch irgendwann ins Geld und irgendwann hat man dann halt auch gar nicht mehr die Zeit dafür, diese ganzen coolen anderen Sachen zu erleben. Und da Star Wars halt, wie gesagt, meine Leidenschaft ist, werde ich mich auf Star Wars vor allem jetzt fokussieren. Jedenfalls fangen wir einfach mal direkt an. Jetzt habe ich ein bisschen gequatscht und im Laufe des Videos werde ich vielleicht auch noch ein bisschen darauf eingehen, was so bei mir los war. Womit fangen wir an? Am besten hier das, was man sieht. Ich war auf eBay Kleinanzeigen nicht wirklich viel unterwegs, obwohl das ja eigentlich so immer, ja, das war, wo ich mich am meisten rumgetrieben habe, um Lego-Sachen zu kaufen. Vor allem, ich muss jetzt hier auch erstmal wieder klarkommen, wie halte ich das am besten in die Kamera. Aber da sieht man es. Ja, ein Set von Rogue One. Das ist ein TIE Interceptor oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Jedenfalls sind für mich die Figuren wichtig. Die Figuren sind natürlich auch da. Ja, da haben sich auch ein paar Figuren angesammelt. Coole Figuren, die ich ja auch mal wieder in einem Road 2500 Minifiguren-Video zeigen könnte. Das, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen Stoff angesammelt. So viel dazu. Das Set ist aber schon abgebaut, weil, ja, kein Platz, um mir das hinzustellen. Ansonsten hier ein Pick-a-Brick-Becher. Ja, wenn man mal im Lego-Store ist, dann nimmt man halt einen Pick-a-Brick-Becher mit, auch wenn man, ja, die, weiß ich nicht, auch wenn man die Teile gar nicht sofort verwendet, beziehungsweise eigentlich noch keinen konkreten Plan hat. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da sind so ein paar Bäume. Ich denke mal, damit kann man immer was anfangen. Ein paar graue Teile kann man auch eigentlich immer was mit anfangen. So ein bisschen durcheinander. Und dieser Pick-a-Brick-Becher, der ist nicht aus Deutschland, sondern ich war ein bisschen auf Reisen, unter anderem in Marseille. Und das ist ein Pick-a-Brick-Becher mit Lego-Steinen aus Marseille. Also für mich hat das halt eine ideelle Bedeutung halt auch so. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch mitgenommen. Genauso wie noch ein anderes Set, zu dem ich dann jetzt komme. Das steht nämlich hier oben. Und zwar dieses Angriff auf Ferrix aus der Serie rund um Cassian Andor. Genau, muss ich erstmal nochmal nachgucken, wie er heißt, der Kumpel. Jedenfalls, ich wollte halt die Figuren haben. Exklusive Figuren sind mit dabei und ja, Minifiguren ist für mich halt immer nochmal so eine besonders coole Sache, die für mich besonders wichtig sind und manchmal werden ja Figuren dann halt auch extrem teuer und darauf habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Und so habe ich das Set und die Minifiguren, das ist original verpackt und ich freue mich. Der Karton hat leider ein bisschen gelitten, weil ja, Flug zurück und so weiter in den Koffer gepackt. Eigentlich war der gut verstaut, aber naja, gut, wenn die Koffer da umhergeschleudert werden, dann kann man da manchmal nichts machen. So viel dazu und gut, wir haben hier noch ein paar unausgepackte Sachen. Kommen wir erstmal nochmal kurz dazu. Zu diesem Mandalorian Set, halt auch schöne Minifiguren, aber das Set ist halt auch ziemlich cool hier mit so einem TIE Interceptor. Gut, hätte ich jetzt sogar richtig geraten. Unser Mandalorian Fighter. Habe ich mir bei Smith Toys geholt. War ja sowieso runtergesetzt. Ich glaube auf 70 Euro, 71 Euro oder so. Und dann gab es ja noch eine 10 Euro Aktion auf Lego. Ab 50 Euro Einkaufswert. Das ist inzwischen auch schon ein bisschen her. Und dann habe ich mir das geholt für 61 Euro. Und ich denke, mit so einem halbexklusiven Set, da ja, kann man jetzt nicht viel falsch mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch halbexklusiv ist, aber ja, zu dem Zeitpunkt war es ja, glaube ich, noch so. Ansonsten, kleiner Amazon-Einkauf, halt auch hier wegen den Minifiguren, damit ich das Set einfach da habe. Dieser Fighter hier von
aus der Ahsoka-Serie, oder? Ist nicht Ahsoka, sondern auch Mandalorian, habe ich mich geirrt. Für, ich glaube, 18 oder 19 Euro haben sie den irgendwann mal rausgeschmissen. So, hier oben steht dann noch ein Thai Bomber. Ja, coole Sache, dass die mal wieder einen Thai Bomber rausgebracht haben. Ich glaube, den baue ich jetzt auch demnächst auf. Habe ich irgendwie Lust drauf, mir so einen Thai Bomber mal hinzustellen. Minifiguren, boah, okay. Hat man das Set, das ist mir jetzt halt wichtig, dass ich jedes Star Wars Set einmal habe. Dass ich halt auch so auf jede Figur komme. Da muss ich mich noch ein bisschen ranhalten, glaube ich, bei dem ein oder anderen Set. Weil einige sind ja dann auch bald EOL und naja, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man das dann da hat. So, ein anderer Einkauf, auch noch von Smith Toys. Dieses Endor-Diorama-Set. Prinzipiell auch eine coole Sache, hätte ich wahrscheinlich auch Bock drauf, das aufzubauen. Muss ich mal gucken, ob ich das in nächster Zeit mache. Und ja, vielleicht dann auch ein Review zu mache. Je nachdem, wie es denn halt auf Interesse stößt. Im Übrigen, wenn ihr an irgendwas Interesse habt, an irgendwelchen Themen oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung, wer sich noch die Videos anguckt. Vielleicht gucken sich ja doch ein paar Leute an und haben noch daran Interesse, dass ich ein bisschen meinen Senf zu irgendwelchen Sachen dazu abgebe. So rum. Jedenfalls, das Set habe ich mir auch bei Smith Toys gekauft, auch bei dieser 10 Euro Minusaktion. Dann waren wir bei 57 Euro, schon runtergesetzt von Smith Toys, nochmal minus 10 Euro, 47 Euro, kann man machen. So, der kommt erstmal zur Seite. Und hier ein weiteres Set, wo der Karton leider noch ein bisschen mehr demoliert ist, auch durch Reisen. Und zwar war ich da in Barcelona, also das war alles von einer Reise, da war ich mit dem Schiffchen unterwegs und ja, da habe ich dann halt hier im Lego Store Barcelona mir auch noch das Set geholt, weil es ja auch dieses Jahr voll aus dem Markt geht. Und naja, hier leider der Karton, man kann es sehen, ein bisschen eingedellt, hier und da ein bisschen eingedrückt. Aber gut, mir sind die Kartons ja sowieso nicht ganz so wichtig, von daher kann ich damit leben. Und dann kommen wir zu den Paketen. Hier sind noch ein paar Sachen drin. Kleine Amazon-Bestellung. Ich glaube, ich weiß sogar noch halbwegs genau, was hier überall drin ist. So, da haben wir es. Da müssen nämlich Battlepacks drin sein, jawohl. Sechsmal noch das Snowtrooper Battlepack. Geht ja auch vom Markt, habe ich da für 13,50 Euro das Stück bekommen. Oh, ganz akzeptabler Preis, zumindest für die heutige Zeit. Wenn man mal überlegt, Battlepacks wurden damals auch mal gut so für 8 bis 9 Euro im Angebot rausgehauen. Aber gut, 13 Euro für das Snowtrooper Battlepack habe ich noch ein paar Mal da. Der AT-AT, der nicht im Hintergrund zu sehen ist. Auf jeden Fall hier hinten steht der UCS AT-AT oder AT-AT. Ich glaube, irgendjemand hat mal in irgendeinem Kommentar geschrieben, sprich das doch mal richtig aus. Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen, die ich jetzt so über die Zeit bekommen habe, aber nicht drauf geantwortet so wirklich. Jedenfalls, ja, ich spreche es AT-AT aus. So, der hier kommt mal ein bisschen zur Seite, denn hier ist ein Karton von den Steinehelden. Ist schon offen. Ich habe da schon mal geluxt. Da ist einmal der Lego Star Wars Adventskalender drin, den ich mir noch 3 weitere Male geholt habe. Der eine hier halt von den Steinehelden habe ich mir im Oktober, glaube ich, bestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich ihn einmal habe. Und dann habe ich noch gewartet, dass der irgendwann mal rausgehauen wird. Und jetzt wurde der letztens bei Smith Toys rausgehauen. Das Stück 1999. Und ich sag mal so, auch heutige Zeit, ja, Standard so. Und ist ein ganz guter Preis. Ist ein ganz gutes Angebot, ja. UVP 37 Euro, für 20 Euro rausgehauen. Habe ich mir noch 3 Mal mitgenommen. Und erstmal zur Seite damit. In dem Paket befinden sich noch ein paar Battle Packs. Und zwar viermal. Nee, doch nicht. Es ist einmal das hier mit den 332. Troopern. Und ja, genau, Captain Vaughn. Habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Und
dreimal noch diese Kanone mit den 509 und ersten Klonen. Cooles Battlepack. Und ja, das hier werde ich noch ein, zweimal öfter holen wahrscheinlich, weil die Figuren halt einfach cool sind. Darauf kommt es ja beim Battlepack an. Und das hier werde ich mir auch noch ein paar Mal holen müssen. Erstmal zur Seite mit den Battlepacks, auch mit dem Kalender. Und dann kommen wir zu diesem Paket. Das ist ein Paket von Lego. Hat mich ein bisschen gewundert, weil Lego hat ja eigentlich immer so ein bisschen andere Kartons und wie heißt das nochmal, so ein Pappband zum Zumachen. Das ist jetzt hier Klebeband. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ach doch, das ist so ein Lego-Karton. Hat mich nur das Klebeband irritiert. Und zwar habe ich hier zweimal das gleiche Set drin. Erstmal Verpackungsmaterial, weg damit. Und auch noch ein GWP. Christmas Fun VIP. Ja, schön. GWPs nimmt man doch immer ganz gerne mit. Nee. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Karton hier auch so stark demoliert ist. Hier, der ist ja wirklich komplett eingedrückt. Ich hoffe, der andere ist in Ordnung. Ich meine, so stark muss es dann auch nicht beschädigt sein. Also wenn es nicht sein muss, dann nehme ich auch nicht gerade die beschädigten Kartons. Na gut, der hat hier oben so eine kleine Ecke, aber ansonsten geht's. Ja, jedenfalls zweimal das, weil das ist ja auch, glaube ich, nur auf diesen Winter limitiert. Aber nagelt mich nicht darauf fest, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, zack, weg damit. Und dann kommen wir zum letzten Paket und zum größten Paket. Ja, also es war jetzt keine UCS-Sache dabei. Auch wenn die Razor Crest ziemlich cool ist und ich sie gerne haben würde. Versteht ziemlich cool jetzt nicht falsch. Ich habe mich mit dem Set nicht näher beschäftigt, aber ich finde halt große Sachen, große Lego-Sets in den meisten Fällen vom Prinzip erstmal cool. Was dann dahinter steckt, muss man immer sehen. Vendetta genauso. Also den Vendetta, den... Oh, nicht, dass ich den Karton noch kaputt mache. Die ganze Zeit darüber gesprochen. So. Ja, auf jeden Fall Vendetta genauso. Den würde ich auch noch lieber haben als die Razor Crest. Muss man mal gucken, ob man sich das irgendwann holt. Jedenfalls hier das letzte Set. So, jetzt sieht man es halbwegs. Die 75323 Justifier, also Cat Banes Raumschiff. An sich auch interessant wegen den Minifiguren. Weiß nicht, ob ich das Ding aufbaue in näherer Zeit. Auf jeden Fall wollte ich es halt auch noch haben, weil es ist ja jetzt halt auch EOL gegangen. Und ich habe es bei Mediamarkt bekommen. Bei Mediamarkt für 103 Euro oder 106 Euro oder so. Jedenfalls wurde die Mehrwertsteuer auf alles gesenkt und da habe ich dann zugeschlagen, weil ich habe mir die ganze Zeit gesagt, boah, 125, 130 Euro, wofür das Set angeboten wurde, das ist mir ein bisschen zu viel. So 100 Euro, okay, und dann habe ich es halt wenigstens für den Preis bekommen. So, und damit kommen wir zum Fazit. Also es waren halt wirklich fast nur Star Wars Sachen dabei, bis auf das GWP und bis auf den Pick-a-Brick-Becher. Am coolsten sind für mich persönlich halt einfach die beiden Sets, die ich hier von der Reise mitgebracht habe. Das ist halt, ja, was Besonderes, auf Reisen zu sein, dann da auch noch einen Lego-Store zu finden, Sets zu finden, die man, ja, schon noch gerne haben wollte. Und deswegen, die beiden Sets sind so für mich mein Highlight. Finde ich sehr, sehr cool. Schön ist natürlich halt auch das hier, also so vom Coolness-Faktor des Sets an sich her, ohne jetzt diese Emotionen damit zu verbinden, ist das hier schon ein cooles Highlight. Der TIE Bomber hier natürlich auch. Und für mich halt auch noch eine schöne Überraschung, aber halt auch wieder mit so ein bisschen Emotionen belastet, ist dieses Set, weil ich mich darüber sehr gefreut habe, dass ich das dann doch noch zu meinem Wunschpreis bekommen habe. So viel dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr am coolsten fandet, was bei euch so in letzter Zeit los war in Sachen Lego. Gerne auch was anderes. Ja, wart ihr auch auf Reisen? Wie geht's euch so? Lasst einfach mal einen Kommentar da. Und dann ciao.